Hallo, willkommen zurück zu Lunar Lux. Da. Ich bock das Game. Oh. Ach, da kann man einfach hier so rumdüdeln. Okay, ich dachte, müssen wir vielleicht erstmal offiziell einbauen oder so, ne? Okay, das sind schon mal ganz spezielle Bereiche. Okay. Interessant. Hier unten geht's weiter. Was ist das hier? Nichts Gutes. Nichts Gutes. Oh! Du schon wieder. Moleculoid. Ich guck mal, was das hier macht. Okay. Da haben wir die 3 getroffen. 45. Ja, geht. Ne? Oh, wow. Damit kommt mit dem Stick das deutlich besser. Wunderbar, kein Damage gekriegt. Hm. 30% Chance zu stunnen. Naja. Aber nehmen mal ihn hier. Da müssen wir auch nicht groß was drücken und so. SP zurück. Okay. Kosten ignorieren. Ach, er fängt das an, ich hier einmal angefangen habe, mich zu bewegen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Hat er gut versteckt, ne? Hat er gut versteckt. Zack, 90. Ja. Oh, noch mehr Bytes. Also die Steuerung ist so ein bisschen seltsam. Ja, schwimmt ein bisschen. Was ist das hier? Negative Bytes? Oh, 2000 Bytes. Jackpot. Okay, da geht's hier wieder weiter. Lass uns erstmal gucken, was hier vielleicht noch irgendwo rumfliegt und fleucht und kreucht. Okay, dein Antikor reagiert auf etwas. Okay, die Markierungen an der Wand sind echt seltsam. Kommen hier später zurück. Sichi? Okay. Wenn du das sagst. Lux Combo Recipe, Double Team Cannon. Was auch immer das für uns bedeutet dann letztendlich. Wir können immer noch mit dem interagieren. Ach, Moment, wir können jetzt hier einfach so überall hinfliegen? Hi, warum funktioniert mein Translator nicht? Dein UT-Chip hat Schaden genommen. Wir haben extra einen neuen gekauft. Ich kann leider die Zykloiden-Sprache nicht flüssig sprechen. Funktioniert dein Universal Translator? Ja. Ja, das lesen wir aber nicht vor. Was hat sie gesagt? Worüber lacht ihr? Nix. Sie ist echt lustig. Ah. Oh. Ich habe einen neuen UT-Chip von Cypher vorher gekauft. Schauen wir mal, wenn ich den alten mit dem hier, ne? Hi, jetzt kannst du mich verstehen. Schön. Hallo, Entschuldigung, mein Übersetzer hat nicht ganz funktioniert. Hast du Hilfe mit was benötigt? Ah, nö. Ich habe nur Hallo gesagt. Dein Sidekick hier ist echt süß.
Ich habe gesagt, dein Haar ist schön und erinnert mich an Zuckerwatte. Oh, danke schön. Und ich habe gesagt, dein Pferdeschwanz erinnert mich an... ach, scheiße, wie hieß das auf Deutsch? Softeis. Nehme ich als Kompliment. Okay, du hast dir Mühe gegeben oder... ja, Umwege auf dich genommen, nur mit mir zu reden. Ach, keine Angst. Keine Sorge, wie auch immer. Kommunikation ist sehr wichtig. Es hilft uns, miteinander zu verbinden, ne? Und unüberwindbare, unzerstörbare Verbindungen einzugehen. Oh, du bist so lieb. Hier, bitteschön, für all deine Mühen. 60 Astrotech, dafür, dass wir 24 dafür bezahlt haben oder so, ne? Schon ganz cool. Das ist nicht zum Landen, okay. Nö, wir düdeln hier noch so ein bisschen rum, ne? Weil, warum nicht? Wenn wir schon mal rumfliegen können. Miau. Interessiert mich natürlich, ob es hier außen noch irgendwelche Secrets gibt, ne? ZX? Nö, ist schon mal alles... alles abgegrast. Ja, das heißt jetzt natürlich auch... ach, wir fliegen hier einfach weiter, ja? Ja, dann können wir auch die Sachen nehmen. Der Hertz Cube. Okay. Vielleicht sollten wir ihn... ach, vielleicht sollten wir Laser benutzen, um ihn zu öffnen? Ach, können wir den nicht einfach mitnehmen? Oh, ein Laserreflektor. Wohin wollen wir ihn rotieren? Ah, wir können ihn... okay. Schauen wir mal, ist hier irgendwo... hier gibt es aber auch keinen Laser, der hier richtig darauf deutet, ne? Hallo? Oh, es ist Echo. Hi, Cutie. Kitty Cat. Mau, mau. Echo hat dir 10.000 Bytes gegeben? Das ist Echo, die Weltraumkatze. Okay, sie ist das Haustier der Lunix Space Station. Okay, Echo liebt es, hier rumzudüdeln. Okay, kann auch... mal als Encounter auftauchen. What the hell? Oh, warte mal. Das könnte doch hier... die richtige Richtung gewesen sein. Dann packen wir den hier nach links. Naja, ich weiß nicht so ganz. Schauen wir mal, was, wie das so funktioniert oder nicht funktioniert, ne? Control lever behind the crane. Was? Short distance? Oh. Skill Booster. Kann man das ja auch rotieren? Ach scheiße, das kannst du auch rotieren. Den können wir auf jeden Fall schießen lassen, aber vielleicht... oh, komm mal. Das ist hier wieder so ein krasser Mumpitz, ne? Komm, wir schießen mal und gucken, was
passiert. Mhm. Ach, den kannst du auch nochmal in verschiedene Höhen und sowas packen. Okay. Das ist Median Distance? Okay. Dann kommt der nach oben. Genau in die falsche Richtung, ne? Ja, wo soll der jetzt hin? Nach links oder rechts? Also links ist nichts. Rechts aber auch nicht. Weiter nach unten? Auch nicht, aber das hier müsste dann wohl die Endstation sein, ne? Ja, da muss die auf jeden Fall nach unten. Oh, aber mit was oder wo schießen wir denn hier drauf? Vielleicht müssen wir ihn noch. Komm, wir schießen einfach mal und gucken, was passiert. Konnte mich gerade wieder nicht bewegen, obwohl ich mich in Real Life nicht wirklich bewegt habe. Okay, dann schießen wir den nach links und müssen dich. Dann ist das. Nee, das müsste jetzt dann passen. Okay, dann schießt du dann nach unten und reflekt es nach rechts. Ah, no. Ist das jetzt richtig? Shit. Hätte ja irgendwie klappen können. Alter, hier ist. Alter, das haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Cargo Hold Entrance. Okay. Okay, du dive into the control panel. Das ist komplett kaputt. Wir können irgendwas anderes versuchen. Könnten auf die Tür zielen. Was kann nicht rotiert werden? Alter, dann ist das aber auf jeden Fall nicht die Lösung, den hier kalt zu machen. Schießen wir halt nochmal. Come on. Es wäre schön, wenn du sagen könntest, mach das hier schneller. Dass es ein bisschen schneller gehen würde, je weiter das ist, ne? Komm schon. Okay, wir können jetzt in den Cargo Hold, aber... Ja, können wir das jetzt drehen? Okay. Noch können wir es nicht... Sollen wir hier mit Jetpack rein können?
nicht sicher, ob das hier möglich sein soll, ne? Oh. Shit. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Aber das da oben ist frei zugänglich. Okay. Lunix Force acquired. Dann lass mal. Ah, hier, Support. Gucken. Okay, 20 Schaden extra. Oh, nehmen wir mal mit als Option. Ich bin gespannt, ob wir unsere Skills aufwerten können, weil warum sollten wir Skillpunkte und sowas bekommen? Moment, muss ich die Skillbooster hier benutzen? Okay, ich muss die Teile hier benutzen. Oh, ich habe mich wieder bewegt. Minimalst mit meinem Bein. Ach, das ist Level Max. Okay. Geht nur bis Level 3. Gut. Gut zu wissen. Ja, wir drücken den Switch. Dann müssten doch jetzt hier eigentlich die ganzen Boxen auf sein, oder? Jo, okay. 75 Bytes? Was? Das war ja auch jetzt, ja, ne, ein bisschen schwach. Fliegen hier nochmal rein. Okay, Shield Booster. Das können wir noch nicht. Der Rest ist. Ja, irrelevant. Hier unten geht's auch nicht irgendwo hin. Schade. Kann ich das immer noch nicht drehen? Nee. Vielleicht müssen wir da so einen. Irgendwas kaufen dafür. Hast du vielleicht was? Diese Skill Points, ich weiß nicht, wofür das ist, ne? Oh, ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt. Okay, Shield Booster. Max Shields 5, 6. Aber wo ist, sind diese... Skill Points? Ich kann hier aber auch nichts in dem Sinne machen. Ah ja, use skill points, hier Y. Okay. Wie viele skill points haben wir? 131. Es wäre schön, wenn man sehen würde, was genau die machen, ne? Hier das da zum Beispiel. Macht das. Den kannst du nicht aufs nächste Level packen, okay. Es wird wahrscheinlich zwei Shields geben. Sollen wir hier einen Multiplier boosten? Ich würde sagen, ja. Habe ich noch 31. Komm, gib mir zwei Shields mit dem da. So. Dann hätten wir auch noch mehr Astrotech. Warte mal, das war in dem anderen Gebiet hier, ne? Warte mal, landen wir mal kurz.
Ja, dann nehmen wir den HP Booster auch noch. Okay, 160 live. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Dann lass uns doch das Ding hier jumpstarten. Scheiße, ich muss... Nee, ich vergaß. Ich muss ja erst nochmal hier zurück und mir den genauen Plan holen, ne? Miau. Oder? Ja, ich habe alle Items. Okay. Hier, bitteschön. Alles verbinden und hier sind ein paar Berechnungen. 9 Lunar Panels sollten reichen. 10 brauchen wir gar nicht. Du kannst den das extra Ding als Souvenir behalten. Du weißt nie, wann es nützlich sein könnte. Uff. Die Luft wird dünner und dünner. Zeit eilt. Okay. Wenn ich meine Tools habe, treffe ich am Hovercraft. Ich wollte gerade sagen, wo ging das hier rein? Ja, da waren wir. Auf zum Hovercraft. Oh ja, sieht gut aus. Oh, ich hoffe echt, dass das funktioniert. Wird es, keine Angst. Kraft der Wissenschaft ist unglaublich. Also alle hier. Okay, pass auf. Alles sollte echt ready sein jetzt. Matt, ab in den Pilotensitz. Okay, Wiederaufladung des Motorkerns in 3, 2, 1. Ach, das ist ein Hatch. Das haben wir irgendwo schon mal gesehen, ne? Okay, da ist der Einstieg. Na dann, auf geht's. 30 Minuten später. Mission complete! Wupp, wupp! Okay, sieht aus, als wäre alles unter Kontrolle. Ah, was für eine Erleichterung. Okay, ich habe ein paar Ingenieure. Ich dachte, was ist Engineers? Ingenieure geholt, um hier Damage Assessment zu machen. Danke, Miss Nyla. Ach, dein... Was du getan hast, ist auch super gewesen. Ja, danke schön. Und ja. Puh. Ich bin müde, obwohl ich echt halbwegs gut geschlafen habe. Immerhin war es deine Idee, die Lunar Panels zu benutzen. Du hast auch gute Arbeit geleistet, Tetra. Giga Ultra Sidekick Tetra. danke, ich hätte sonst vielleicht meinen Job verloren, wenn ihr nicht geholfen hättet. Das wäre nicht passiert, wenn die Mercs nicht wären. Ja. Wir sollten los. Tschüss. Danke für eure harte Arbeit. Auf geht's, Tetra. Kann ich hier einsteigen? Nein. High Voltage Zone. Ja, gut. Was? Wieso Punkt, Punkt, Punkt? Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Es ist schon so eine Weile in meinen Gedanken. Wir haben den Merc, der Matt attacked hat, nie gefunden. Nicht nur das, aber ich habe das ungute Gefühl, wir werden beobachtet. Tetra? Oh, wo ist Tetra? Tetra! Oh! Ja gut, dann gehen wir mal in die Welt der Mercs, ja? Wo bin ich? Ist das ein Traum? Nein, das fühlt sich zu real an. Das muss die Welt hinter den Wurmlöchern sein. Das Phantomreich! Ah, warum haben mich die Mercs hierher gebracht? Tetra! Okay, mein Lokalisierungsgerät sagt mir, sie ist irgendwo hier.
muss Tetra finden und dann hier raus. Okay, auch cool, dass okay, das ist jetzt eine Strange Aura. Möchten wir speichern? Ja. Machen wir mal. Energy obtained. Okay. Ist das hier alles Space Dust? Alles Drohien hier. Kein Wunder, dass sie so wild drauf sind. Tetra! Oh, Gott sei Dank, geht's dir gut. Oh, Tetra ist echt happy, dich zu sehen. Ich habe den Merc lokalisiert, der Mads Hovercraft angegriffen hat und plötzlich bin ich in ein Wurmloch gefallen und bin in diesen schrecklichen Ort transportiert worden. Ist das das Phantomreich? Ich bin mir nicht sicher, aber das wäre meine Vermutung. Ja, wenn die Obrigen da das herausfinden, da sind wir in echt üblen Schwierigkeiten. Naja, wir sind in übleren Schwierigkeiten, wenn wir hier nicht mehr rausfinden. Ja, ich weiß. Ist ja nicht so, als hätten wir uns ausgesucht, hierher zu kommen. Ich kann's nicht aus meinen Gedanken verdrängen. Warum hat uns der Merc hierher gebracht? Vielleicht will er uns töten und uns an seine Freunde verfüttern? Roboter schmecken nicht gut. Also bin ich mehr um dich besorgt, Bella. Das ist nicht sicher für uns hier. Keine Angst, Tetra. Mom ist auch hin und wieder auf diese Mission in dem Phantom Realm gegangen, erinnerst du dich? Sie hat mir nie viel über diesen Ort erzählt, aber es gibt definitiv einen Weg hier raus. Was sind unsere Koordinaten? Koordinaten unbekannt. Ja, wir sind definitiv nicht mehr auf Luna. Scheiße. Ich habe so viele Fragen, aber wir haben keine Zeit hier rumzusitzen und nichts zu tun. Dieser Ort ist extrem gefährlich. Jetzt lass uns einen Weg hier rausfinden. Kannst auf mich zählen. Tetra is ready. Können wir jetzt mit den Dingern interagieren? Nö. Immer noch nicht. Das heißt ja wohl, wir werden auch wieder in dieses, in diese Welt zurückkommen. Gut, dann laufen wir dahin, wo wir gerade schon gewesen sind. Vielleicht meldet sich... Ah ja! Tetra wieder. Okay. Der erste Kampf, hm? Oh, unser Arsch hat geleuchtet. Was ist da los? Was ist dieses seltsame Gefühl, das ich habe? Okay, es fühlt sich an, als würde mich jemand von weit weg rufen. Eine Stimme? Bella, wir sind ein Feindgebiet. Ich orte mehrere Mercs hier in diesem Gebiet. Es kommt von diesen lilanen Rissen. Okay, dann müssen wir vorsichtig sein. Entweder außen rumlaufen oder Vollgas rein. Natürlich gehen wir da Vollgas rein. Okay. Machen wir erstmal die Grimrocks oder wie schaut's aus? Gucken wir mal, ha? Oh! Das hätte auch ins Auge gehen können. Okay, wenn das zwei Shields gibt, haben wir auf ihn drauf. Den anderen hätten wir nämlich nicht weggekriegt. Unsere Schilde sind aufgebraucht. Ja, das bringt uns alles eigentlich nichts, ne? Außer natürlich, wir sagen jetzt, ja, die 70 Power, 140 machen wir auf ihn drauf. Damit es sich halt lohnt, ne? Ja, wir haben kein Schild mehr, das heißt, wir können auch nichts mehr richtig blocken. Sollten wir uns welches gönnen, ne? Charge! Shit, ey. Komm, mich schilden. Oh, Mann. Leicht ungünstig.
4 Shield. Klingt vernünftig. Immer noch nur 10 SP. Oh, 70. Geil. Okay. Mit 50 Power. Ah. Oh ja. Mit Multiplier. Bitte schön. Weg mit dir. Na, come on. Wer gibt mir am meisten auf den Sack? Ja, komm. Machen wir den platt. Haben nur noch ein Schild. Das hier kostet zu viel SP. Okay, hol uns mal ordentlich Schilde. Nice. Einmal stunnen, dankeschön. Nice. Puff. Wie Salz. B. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hat auch nicht so viel gebracht, ne? Gibt schon noch S. Ein Neuralink Meter Boost. Was ist denn Meter Boost? Lachs oder Antimeter plus 5%. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Lassen wir. Kommt vielleicht noch irgendwann. Okay, ein Item. Mini-Skill Capsule. 5 Skillpunkte. Okay. Hier geht's irgendwo anders hin. Das ist noch ein Gegner. Save Point. Kann ich hier nicht einfach drüber steigen, ja? Ja, ich will eigentlich schon kämpfen, ne? Kann ich den im Kampf einfach benutzen? Ohne einen Zug zu verlieren? Schauen wir mal. Oh, sheesh. Erstmal die Biene raushauen. Wie lange machtest du hier Feuer machen, danke? Super. Shit. Easy. Okay. Wir töten ihn direkt mit dem Multiplier. Das klang vernünftig, ne? Ist aber auch sehr großzügig gewesen gerade mit dem Schild-Timing. Okay, mit 70 Power, das wären 140. Echo Slash. Ja, das ist
gut, da muss ich wenigstens kein Schild benutzen, sondern kann einfach so ein bisschen ausweichen. Ich habe das Gefühl, je schwächer die sind, umso langsamer sind auch ihre Angriffe. Oh, ich habe nichts mehr zum Blocken. Schauen wir mal, ob die Biene auch einen Skill benutzt, bei dem man einfach ausweichen kann. Bitte, bitte. Nope. Ja, aber 10 Damage ist nicht so krass, ne? Oh, weg mit dir. Wir sind immun. Nice. Da stand auch for one turn. Ne? Also. Immerhin das A-Level. So, Level up. Kann ich meine Skills hier noch verbessern? Nee, wir haben nur 32. Ja, wobei, so ein bisschen können wir, ne? Ich glaube, ich mach den hier raus. 5 Power zum Skill. Im Gegensatz zu. Ach, stimmt, wir müssen mindestens 10 drin haben. Wir machen mal das Ding hier. Im Gegensatz zu doppelter Multiplier, ne? Ich weiß ja nicht so recht. Das hier klingt eigentlich auch vernünftig, ne? Ist es jetzt noch mehr oder ist dieses Gebiet echt irgendwie für mich bekannt? Was meinst du? Es fühlt sich an, als wären wir in Regolizia. Aber das ist unmöglich. Was ist denn Hunch? Mein Buckel? Ist nicht ein Hunch so ein, wie beim Glöckner von Notre Dame? Lass uns weitergehen. Das ist ein Grabstein. Können wir aber auch nichts mit anfangen. Okay, ich sage was. Wir gucken uns das nächste Folge an. Da kämpfen wir und schauen mal, was hier los ist. Ne? Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.